Also, das ist jetzt. Moment, da können unsere Sims. Sekunde. Optionen. Selbstständigkeit des Dings wieder einschalten. Pause ausschalten. Dann haben wir unsere Plants versus Zombie-Pflanze. Oh, da müssen wir gleich übrigens mal was machen, falls die Zombies nachts kommen. Abschließen. Alle außer mein Haushalt. So ist gut. Und da wird auch schon fleißig zu Bette gegangen, vermute ich mal. Ja, das sieht doch echt, das ist doch echt schön aus. Das ist doch eine echt schöne Wohnung. Also mir gefällt es. Hier ist halt noch gar nichts drin. Da wird dann halt später mal ein Kinderzimmer draus. Wo geht Döp denn hin? Ach, Döp geht erstmal duschen. Und sie schnarcht. Das ist doch auch ein ganz niedlicher Raum. Komm, es hat was. Wir haben keine Fische im Aquarium. Wir müssen angeln. So, Döp duscht. Scheint auch mit dem Duschen zu funktionieren, ne? Ja, wunderbar. Hier ist kein Licht drin, ne? Das habe ich vergessen. Ich habe vergessen, Licht ins Badezimmer zu machen. Ah! Mi blöd. Mi sorry. Mia culpa. Das hier sind eh ein paar zu viel. Das war von Anfang an so geplant. Sieht auch nicht schön aus. Die machen ganz interessantes Licht, aber halt auch nicht gerade sonderlich räumlich, ne? Aber besser als gar nichts. Wir werden schon bald Geld verdienen und dann können wir uns das leisten. Hier wäre ein Teppichboden dann noch schön drin später. Die schnarcht. Die wohl damit klarkommen, dass sie schnarcht? Domino Singh ist nicht rutbar. Kleines Kätzchen, wie süß. So. Ach ja, wunderbar. Na, das hat ja immerhin schon mal funktioniert mit dem Hausbau. Na, dann hoffe ich mal, dass das hier auch so klappt, dass das mit dem Speichern jetzt wieder klappt. Das letzte Mal, als ich bei mir im Sims ein Haus gebaut habe, ist es mit dem Speichern einfach abgekackt. Drückt mir die Daumen, sonst mache ich offscreen nochmal den ganzen Hausbau und dann, ich weiß ja in etwa, wie es aussieht. Vielleicht wird es dann nicht 1:1 genauso, aber vielleicht fast. Wie lange müssen die jetzt schlafen? Bis 8 Uhr morgens? Bis 7 Uhr morgens? Ja, es passt. Schon trostlos aus, wenn das ganze Haus so dunkel ist, ne? Sind da jetzt Fische drin? Nee, aber man kann das auffüllen. Verfügbare Fische haben wir aber nicht. Oh, was ist das? Streunender Hund. Oh, ein kleiner streunender Hund. Was ist das für einer? Oh, der ist aber süß. Oh, ist der süß! Oh, ist der süß! Oh Gott! Oh Gutschi! Oh Cookie, mein kleiner Gutschi! Oh Gott, bist du aber niedlich! Steh auf! Hol den Hund! Sofort! Du sollst den nicht verscheuchen, du sollst den begrüßen. Nee, nimm den hoch! Ist mir egal, nimm den Streuner. Ach Gott, ist der süß! Oh, ich will den Hund haben! Ich will, dass der zu meinem Haushalt dazugehört. Ich habe aber, bei mir buggt das immer. Ich habe es noch nie geschafft, ein Tier zu adoptieren, ganz ehrlich. Nach drinnen einladen, das ist perfekt. Ich habe es noch nie geschafft, ein Tier bei mir zu adoptieren. Das hat noch nie funktioniert. Wenn ich dann die Tür irgendwie. Ich das hier, warte mal, aufschließen, damit der Hund. Oh, 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 nicht weggehen! Nein, nicht weggehen! Ich will, dass das zu mir gehört. Die sind dann immer weg und kommen nie wieder. Kann ich den nicht meiner aktuellen Familie hinzufügen oder so? Master Control. Fortgeschrittene Funktionen. Profifunktionen. Grundfunktionen. Einladen. Komm ich will dich behalten. Ich will den Hund halt einfach. Haushalt. Pet Household hat er nicht, aber hat Familienvermögen. Das ist ja interessant zu wissen. Namen ändern, Option, Status. Ich will den blöden Hund haben. Geht das? Charaktereigenschaften, Familie, Kind hinzufügen kann ich ja auch nicht. Besitzer hinzufügen geht ja wahrscheinlich auch nicht. Zurücksetzen, genetische Familien. Kann ich den Hund nicht meinem eigenen Haushalt hinzufügen?
muss doch gehen. Was gibt's denn da für Optionen? Ach du heilige Scheiße. Grundstück, Immobilien, Inventar verkaufen, Status. Ja, das hatten wir schon. Das ist obdachlos. Ein kleiner obdachloser Hund. Ich will den Hund. Alter, Karriere, Langzeitbeziehung, nächste Neigung, Sim hinzufügen. Ach, so geht das. Oh, ich hab einen Hund. Ich hab gecheatet. Ich weiß, aber ich weiß, dass ich den sonst nie wiedersehe. Ich kenne das schon. Ich sehe den Hund sonst nie wieder. Wieso heißt der noch streunender Hund? Du gehörst jetzt uns. Das ist jetzt unser Hund. Es ist mir so egal. Ich wollte ihn haben. Pflege. Namen ändern. Gott, wie nennen wir den kleinen Knuddelpups denn? Wie war's mit Knuddelpups? Flauschi, Schnuffi, Knuddelchen. Oh, wie wollte ich den Hund immer nennen, wenn ich einen Hund haben, einen Ton hätte können haben? Wie wollte ich den immer nennen? Günther. Nee, so nennen wir den Baum. Ist das eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ist ein Rüde. Wenn das ein Rüde ist, wie nennen wir ihn dann? Wow, Lassie, Hasso. Irgendwas Schönes. Er sieht aus wie ein kleiner Flauschmob. Aber wir können ihn nicht Flauschmob nennen. Wisst ihr was? Ihr schreibt jetzt mal Namensvorschläge unter dieses Video. Vor- und Nachname. Und ich nenne ihn jetzt einfach Flauschmob Schnuffi. Und ihr entscheidet dann, ihr könnt ja mal, auch ihr könnt auf Namens, Sachen, die euch gefallen, hochvoten und so weiter und so fort. Und ihr entscheidet jetzt mal, wie der kleine Knuddelpups da heißt. Können ja Knuddelpups wieder Flauschmob. Sonst, ihr könnt das alles vorschlagen. Ich suche mir dann das raus, was mir am besten gefällt. Wow, was hat sie denn da für ein... da kann man das ja durchsichtig... Da kannst du doch nicht in den Garten mitgehen, junge Frau. Apropos junge Frau, die könnten wir auch nochmal bearbeiten. Wir haben doch hier bestimmt irgendwo einen Spiegel. Aussehen ändern. Und wir haben jetzt einen Hund. Wir haben aber nur für den Hund leider nichts zum Fressen und sowas, weil wir kein Geld haben. Oh Gott, sie muss arbeiten. Sie muss dann unbedingt zur Arbeit gehen. Ich weiß nicht, mit Derp möchte ich, glaube ich, noch eine andere Karriere annehmen, wenn sie als Gesangskarriere. Sie hat ja die Ja, echt ehrlich, guck mal, das ist voll durchsichtig, das kannst du nicht bringen, Mädchen. Sie hat ja eine Gesangskarriere, das bedeutet, wir haben da eine offene Karriere. Dann brauchen wir die Zauberkarriere nicht mehr, dann kann er doch Spion werden. So wie sich sein Lebenswunsch ja auch äußert. Erstmal die Augenbrauen würde ich am liebsten ändern, das geht ja mal gar nicht. Also so viel Zupfen ist nicht gesund. Guck sie so kritisch. Die sind schön. Okay, gucken wir mal, was wir für schöne Haarfrisuren für sie haben. Ich habe extra neue heruntergeladen. Schauen, ob da irgendwas dabei ist, was mir besser gefällt. Ein Seitenzopf. Das ist ja ganz niedlich. Ach du Heilige. Oder sowas, sowas hochgebundenes, zusammengestecktes. Was ist das denn hier für eine Föhnwelle? Ach du Schreck. Oh, eine Loki-Frisur. Cool. Sehr cool. Kann ich Loki nachstellen? Wir haben Iron Man haben wir ja schon. Hallo, ich bin Iron Man. Er sieht ihm ja wirklich ein bisschen ähnlich. Eine schöne Haarfrisur für sie. Also die Haare waren eigentlich schon ganz cool, so zum Teil. Aber ich fand, sie haben einfach ihr noch nicht so den Pep gegeben. Nein. Oh Gott! Welcher Adler hat denn da sein Nest gebaut? Ah, die ist aber nicht schön texturiert. Auch nicht wirklich, nein. Ach du Gott, um Gottes. Ach du, nein. Was ist das hier für Pompomps? Ah, oh, juchige Pompomps. Oh, das ist eigentlich doch ganz schön. Das ist eine richtig schöne, normale Haarfrisur. Gefällt mir. Akzeptiert. Wunderbärchen. Suso. Suso. Sunny Ross Snipsna. A Runny Rubber Snoop. Okay. Oh, du kleiner Knupsi. Oh, du kleiner Knupsi. So, dann muss Derp jetzt seine Karriere noch verändern. Und zwar muss er dann eine andere Karriere annehmen. Das kann er dann hier am Desk machen. Hoffentlich kriegen wir auch die Karriere, die ich haben will. Sonst müssen wir jeden Tag so lange nachgucken. Online-Dating. Braucht er nicht. Man hat jetzt eine Freundin. Jobs und Berufe. Jobs suchen. Schläft hier wieder ein bisschen die Puppen, der Derp. Ist ja unglaublich. So, bei ihr ist auch alles, sonst sind die Klamotten auch... Nee, die Klamotten waren ja auch nicht cool. Also die, zumindest die, ihr wisst schon, die Tagesklamotten, die sie da hatte, diese Westernhose. Ändern wir das auch gleich mal.
Wir können ja nicht einfach so ein Sim bei uns einziehen lassen und dann sieht die so dämlich aus. Das möchte ich ja auch nicht. Blabberweefer. So machen wir es richtig schnackig. Ich meinte natürlich. Vernünftige Klamotten verpassen. Bam, bam. La, la, la. La, la, la. Dag, dag. Dag, dag. Okay, das gefällt mir so gar nicht. Gucken wir mal, ob wir was Neues haben. Ich habe ja diese Diesel-Accessoires installiert. Ob es irgendwas Schönes Neues gibt. Ja, nee. Also Diesel hat irgendwie keinen Geschmack, habe ich das Gefühl. Was denn? Sollst du damit abheben oder fliegen oder was? Diesel-Werbung. Kriege ich jetzt Geld von Diesel, weil ich da Werbung mache? Kann ja mal anschreiben und nachfragen. Also sollte schon was Alltägliches sein, was es aber zu ihr auch passt. Ah, Frangles. The Frangles. Es ist Sommer, da ist so ein Pulli nicht gerade das Wahre. Ripnap. Wow, das ist aber weit ausgeschnitten. Gucken wir doch mal bei den Komplettpaketen. Wow, als Hotdog. Ja, genau, das ist das perfekte Sommerkleid. Wollte ich auch immer schon mal tragen. Du weißt nicht, was du anziehen sollst? Dann nimm dir das Hotdog. Passt garantiert zu jeder Gelegenheit. Wunderschön. Nein. Nein. Schon mal gar nicht. Was ist das denn für ein Sack? Du Heilige, was macht das mit ihrer Oberweite? Das ist schon besser. Was ist das? Haben wir auch ein Dieselkleid? Aha. La, 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 la. Ach, Sims-Musik ist immer nervig. Sowas hier? Immer schon besser. Ist das da? Oh, das ist gar nicht mal unhübsch. Das ist... Oh, Gottes Willen. Um Himmels Willen. Nein, 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 nein. Das ist ein bisschen bieder, ne? Oh, Gott. Das ist voll der Hippie-Style. Das passt aber sehr gut zu ihr, finde ich. Es ist zwar wirklich sehr hippie, aber irgendwie passt es zu ihr. Sie hat so ein bisschen was von so einem Blumenkind. Okay, dann müssen wir nur andere Schuhe holen, weil die gehen gar nicht. Da müssten Sandalen sein. Ich meine, es ist ja Sommer. Es ist ja warm draußen. Also muss das auch passen. Socken? Willst du mich verarschen? Du hast da Socken drunter getragen, Schätzchen. Oh Gott. Und dann auch so kurze Socken in Stiefel. Wisst ihr, was passiert, wenn der kurze Socken in Stiefel tragt? Die sind innerhalb von 3 Sekunden in der Schuhspitze verschwunden. Muss ja eigentlich auch so Flower Power Blümchen tragen hier. Auch so eine Flower Power Brille eigentlich. Aber geben wir uns mal hier mit so... Kreol-Ohrringen zufrieden. Eine Halskette? Nee. Das muss nicht unbedingt sein. Das sieht man eh nicht. Und hier so Hippie-Handschuhe? Lass mal erstmal ausprobieren. Aber es ist zu warm für den Sommer. Vielleicht lieber Nagellack drauf. Und da müssen die Socken weg. Das geht ja gar nicht. So, dann wurde jetzt Farbe bearbeitet. Nein, die sind schon... Sorry, das mit Fleischfarben bin ich gut. Schreienderes Gelb, definitiv. Und das muss dann auch in einem Gelb sein. Das geht ja sonst nicht. Was ist das hier für eine Farbe? Wo kommt die? Ach, das ist der Ring da. Okay, nee. Finde ich eigentlich gut so. Und das ist das Weiß. Dann können wir vielleicht irgendein Muster für sie finden. Was so ein bisschen... Haben wir nicht vielleicht auch irgendwie so ein Hippie-Retro-Muster? So bei den geometrischen Sachen hier? So, ach du... Schmerz. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich kann mich nicht entscheiden. Honey, mach mal hin. Wir wollen wieder Gameplay sehen. Aber ich gestalte so gerne. Bringt auch nichts, wenn ich beides weiß mache, dann habe ich wieder den gleichen Kleideradach. Ja, dann lassen wir es so. Oh, das Kleidchen ist ja schön da. Das muss man für 75 Points kaufen. Habe ich noch so viel? Ja, gib her. Gib her, ich will das haben. Mini-Kleid mit Rüschenbahn. Das wird jetzt gedownloadet. Das sieht man hier an dem Kreis, der sich da dreht. Kann nur eine Weile dauern, bis es dann erhältlich ist. Was haben wir denn sonst noch hier? Kann ich gerade nichts anklicken? Doch. Aha. Ja, nee.
Ja, nee, auch nicht. Was? Das ist. Ach so, weil sie ja in der Gesetzeshüterkarriere tätig ist. Das Spiel hat sich wieder eingekriegt. Gott sei Dank. So, was, wo war ich jetzt? Ich wollte doch eigentlich Alltagskleidung ihr verpassen. Da ist jetzt das neue Hemdchen. Passt eigentlich auch ganz gut zu ihr. Nur die Farbe ist jetzt nicht ganz meins. Nehmen wir doch Ziegel. Das sieht sogar ganz gut aus. Oder hier so American Style. Gefällt mir auch. Dann müsste das nur hier auch in so einem Gelb werden. Dann lassen wir das hier rot werden. Und das hier wird dann blau. Ja? Ausgezeichnet. Brauchen wir nur wieder andere Schuhe. Ach, bin ich froh, dass sich Sims wieder eingekriegt hat. Ich hätte mich ja sonst voll aufgeregt, Alter. Echt aggressiv geworden, ey. Ich hätte meinen Computer wieder mal aus dem Fenster geworfen. Passiert ja alle paar Jährchen mal. Andere Schuhe, andere Schuhe, andere Schuhe. Und die hat sie gerade an. Sowas hier. Sowas hier. Oder sowas vielleicht auch hier, so. Oh, die sind gar nicht mal schlecht. Nehmen wir die hier und machen die da blau. Nee, das sieht ja doof aus. Bisschen klumpig zwar auf der einen Seite, aber warum nicht? Da-dam-dam, nur die Blümchen müssen wieder weg, denn die sehen bescheuert aus. La-la-la-la. Das war bei der Brille, ne? Ich brauche nur eine Brille anklicken. Und dann musst du in die Blumen weggehen. Perfekt. Gibt's hier, dann sollte sie irgendeine Brille tragen oder sowas? Nee, ne? Doch, gefällt mir eigentlich so ganz gut. Sie darf jetzt mal in dem Alltagsoutfit bleiben. Bisschen lebendiger halt. Raffia. Raffia. Wuhu! Yay! Wuhey! Hat funktioniert, das ist schön. Jetzt gehen wir mal die Stadt bearbeiten. Weil manchmal stürzt, wie gesagt, das Sim-Spiel ab beim Abspeichern. Ja, ist gut. Lad ruhig. Ja, ja, ich habe Zeit. Deswegen speichere ich jetzt hier mal den gesamten Mangoldhaus. Ja, alte Interaktion. Mal komplett in die Tonne. Und falls dann irgendwas schief geht, kann ich ihn einfach wieder platzieren. Und dann sollte das, glaube ich, gehen. Ich hoffe, das geht dann. Naja, so. Wir werden es sehen. Nee, wir werden es sehen. Zurück zum Spiel. Nein, ich möchte nicht speichern. Ja, wunderbar. Was, ich habe 100 Freundesanfragen. Ich habe jeden Tag 100 Freundesanfragen. Derp schläft. Derp holt sich dann da erstmal einen niegelnagelneuen Job. Mandy muss... Mandy muss... Weil sie unbedingt Gesangskarriere einschlagen will. Sie ist aber überflüssiger Spion. Spürnase, verdient sie Geld. Das ist welches Level? Level 3 der Karriere ist das schon. Da würde ich fast sagen, sie bleibt... Also er will das ja auch. Er will ja eigentlich auch Spitzenspion werden. Und sie ist auch auf dieser Ermittlerkarriere. Das ist eine Traumkarriere, die sie da hat. Die Ermittlerkarriere.